Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Baselmap. herzlich willkommen. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, bevor es heute Abend in den 24 Stunden Livestream geht. Ja, das erste Mal 24 Stunden Livestream. Ich bin mal gespannt, wie ich das Ganze durchstehen werde. Aber ich denke mal, das wird ganz okay sein. Ich bin super vorbereitet. Ich bin heute um 10.30 Uhr rum aufgestanden und bin oder fühle mich super fit für heute Abend. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Deshalb heute Abend 20 Uhr auf YouTube oder Twitch einfach mal reinschauen. Da startet der Livestream. Wir werden verschiedene Spiele spielen. Ich habe mir mal so aufgeschrieben, was ich im Moment auf dem PC habe und was ich mir so vorstelle. Das ist unter anderem der Landwirtschaftssimulator natürlich. Achso, ich muss hier... Oh, Moment. Landwirtschaftssimulator 2017 natürlich. Und dann hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen Bock auf ETS 2. An den denke ich da auch. Und was ich noch denke, ist natürlich Minecraft. Aber auch, Moment, ich muss mal hier gerade die Peilung nehmen. Minecraft, dann gibt es noch ein Spiel, das könnt ihr bei mir in der Playlist mal anschauen. Das heißt, hoffe mal, ich mache dem nicht so viel Feld kaputt. Das heißt Napoleon. Gold Rush, The Game, Call of Duty 4, vielleicht ein bisschen Modern Warfare und Motorsport Manager. Vielleicht entscheide ich mich auch da noch. Oh nein. Für was anderes, das weiß ich noch nicht. So, wir machen hier jetzt auf jeden Fall mal wieder richtig fette Action. Das sind aber so erstmal die Spiele, an die ich so gedacht habe. Für den Livestream. So, richtig geiles Gespann hier. Das lohnt sich für den Landwirt. Das lohnt sich richtig. Nur einmal drüber fahren und zwei Aktionen gleichzeitig, beziehungsweise drei Aktionen gleichzeitig erledigen. Da macht das Landwirt seinen Spaß. Ich hoffe nur, ich komme da hinten richtig rum. Weiß ich noch nicht. Muss man wahrscheinlich ein bisschen auf die Seite fahren. Auf jeden Fall habe ich mir da eine coole Tech ausgedacht. Bin ich stolz auf mich. Langsam. So, die Spritze wieder anschalten. Ich hoffe mal, dass ich das ganze Feld auch besäen kann. Dass ich nicht zu viel auslasse. Ist erst das zweite Feld, das ich so bearbeite. So, das hier ist verdorrt, also fahren wir da einfach mal drüber. Das ist dann dem Landwirt gegenüber auch egal. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da... Oh, da komme ich sogar relativ gut rum. So, müssten wir das alles gut hinkriegen. Wir werden jetzt diese Folge... Oh nein, verdammt, wir ballern schon wieder Soja drauf. Ich wollte eigentlich was anderes pflanzen. Ich wollte, glaube ich, eigentlich Raps pflanzen. Naja, ist nicht ganz so wild. Soja gibt auch einen super Preis. Dann haben wir in die nächsten Felder Raps drauf. Oder wir machen mit Soja weiter. Wir gucken mal gleich, was die
was ich auf der 47 eingepflanzt habe. Weil das ist auch maßgeblich. So, wir fahren hier einfach mal quer drüber. Der Bauer wird schon nicht böse sein. Der Landwirt, sorry. Der wird nicht böse sein, weil das Feld ist sowieso hops. Weiß auch nicht, weshalb er da nicht weiter durchgezogen hat. Sag ich mal nur, dass der Dünger auch reicht. Oder dass hier alles generell reicht. Aber nach dem Feld wird man sowieso auffüllen gehen. So, das bedarf hier ein bisschen Geschick, weil du musst zwei Maschinen gleichzeitig handeln. Dass sie nicht den ganzen Dünger und das ganze Saatgut umsonst rausballerst. Ups, falsche Taste. Und wie gesagt, ich hoffe mal, dass ich die richtige Spur immer finde. Dass das ganze Feld auch besät ist. Und nicht nur die Hälfte. Ja, ich freue mich richtig auf den Livestream heute Abend. Ich habe es schon länger überlegt. Ein Schaf wurde geboren. Das zu machen. Und jetzt habe ich gerade eben mal Urlaub. Und deshalb mache ich es jetzt auch an einem ungeschickten Dienstag auf Mittwoch. Ich weiß. Ich weiß es, Leute, ja. Es ist kein guter Tag. Aber was soll man machen? Man muss nehmen, wie es kommt. Ich habe Urlaub, sonstige private Verpflichtungen und daher ist es jetzt halt mal so. So, jetzt fahren wir da noch einmal quer und dann müssten wir eigentlich nächstes Mal... Ups. Nächstes Mal geradeaus drüber fahren. Aber ich muss sagen, es funktioniert relativ gut. Wenn man mit den Tasten gut zurechtkommt. Ja. Bin mal gespannt, wie der Livestream bei euch ankommt. Also ich habe von den Mitspielern auf Minecraft City 2, Ceftech Ages Modpack, habe ich schon die Rückmeldung gekriegt, dass der ein oder andere ein paar Stunden dabei sein möchte. Das müssen wir dann noch gut organisieren. Falsch. Ich möchte natürlich keinen Helfer. Verdammt! So. Aus Versehen auf den Haar gekommen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt gleich mal gucken, wenn das Feld hier fertig ist, was wir auf der 47 angesät haben. Und dann werden wir eventuell da eben auch nochmal auf die anderen Felder Soja draufhauen. Weil es dann einfach besser ist mit der Ernte, dann muss ich nicht immer Anhänger ausleeren, bla bla bla. Sondern ich habe einen Anhänger und da kommt eben alles rein. Das ist geschickter.
Vor allem, weil wir auch noch nicht so viele Felder haben. Da geht es noch. So, richtiger Zeitpunkt abpassen. Das ist eine geile Erfindung, die ich da gemacht habe. Also das ist richtig, richtig sinnvoll. Du machst halt wirklich 3 Arbeitsschritte instant. Du grubberst, du düngst, du pflügst und du dingst. Nein, sogar 4, Alter. Das ist Howdy. Vielleicht nicht ganz so realistisch, ja. Da müsste ich euch wahrscheinlich zustimmen. Also ein Landwirt wird es wohl kaum so machen. Aber für uns hier ist es ganz praktisch. Weil es uns einfach viel Zeit erspart. Wir düngen hier doppelt, wir säen und wir gruppern. Besser geht's nicht. Müsste 4-mal drüber fahren. Und so fahren wir nur 1-mal drüber. Ist halt schon ein deutlicher Unterschied. So, weit genug fahren. Bis hier würde ich sagen. Und der JCB ist auch dafür ausgelegt, ja. Der hat auch genug Power, um das durchzustehen, was wir hier von ihm abverlangen. Der ist nicht untermotorisiert, der ist genau richtig. So, da gibt es noch einen kleinen Flecken, den müssen wir nochmal machen. Aber das ist nicht so wild. So, alles zusammenklappen. Wir gucken derweil mal. Was? Sauberkeit 97. Ist okay. Was wir auf der 47 angepflanzt haben. Auch Soja. Dann ziehen wir das durch mit Soja. Habe ich auf der 47 überhaupt schon was gepflanzt? Bin ich gerade ein bisschen irritiert. Aber doch, wir haben ja schon eine Erntereife. Also, haben wir gemacht. So, wir werden jetzt noch kurz die anderen 3 Felder besäen und dann sehen wir uns gleich wieder. Set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. We'll be right back.
creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Nachdem mein Aufnahmeprogramm gerade ein bisschen rumgezickt hat, sind wir jetzt wieder da und ich hoffe, dass alles in der Aufnahme drauf ist. Wir hatten gerade hier noch ein bisschen Platz gemacht, damit wir hier den Traktor noch reinkriegen. Damit auch alles schön aufgeräumt ist. Und ja, dann war's das von heute. Ich möchte nochmal dran erinnern, denkt dran, heute Abend 20 Uhr Livestream. Und zwar 24 Stunden. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis dahin. Ciao.